Wo soll ich anfangen? Ich meine, ja klar, am Anfang. Angefangen hat alles wie gewohnt in Deutschland. Ein Kumpel und ich hatten spontan folgenden Plan. Wir wollten etwas erleben, ein bisschen ins Unbekannte quasi. Deswegen entschieden wir uns, spontan einfach einzusteigen und loszufahren. Ob wir ein Ziel hatten, naja, sagen wir es mal so, Genua, um eine Richtung zu haben. Aber so richtig an den Plan gehalten haben wir uns dann doch irgendwie nicht. Aber darum ging es auch gar nicht. Okay. Wir wollten einfach etwas Neues sehen, lernen oder auch erleben. Und so war es dann auch. Wir stiegen ein und los. Wie wir geplant planlos durch die Welt gefahren sind. Davon handelt dieser Film. Die ersten Kilometer durch Deutschland. Leider muss man sagen, dass wir uns nicht wirklich lange in Deutschland aufgehalten haben. Uns beide hat wohl einfach ein bisschen das Fernweh gepackt. Fernab des Emissionsaspektes, der Umwelt quasi zuliebe, könnte man trotzdem auch mal eine Reise durch Deutschland machen. Urlaub heißt nicht zwingend Ausland und da jedes Land etwas zu bieten hat, ist Deutschland sicher auch mal ein Roadtrip wert. Ich persönlich war noch nie in den Alpen und deswegen konnte ich mich kaum satt sehen an all den Bergen, den Tälern, den Seen, den Wiesen und den kleinen Städten. Ich glaube, ich habe noch gar nicht so einen Schlafplatz gefilmt. Hier haben wir geschlafen, holy shit. Auf der einen Seite ein zu dieser Jahreszeit trockenes Flussbett, an dem wir uns entschlossen zu halten, um Essen zu machen. Auf der anderen die für die Schweiz typische Weide mit Kühen. Dafür, dass wir uns jeden Abend eine neue Unterkunft suchen mussten und immer irgendwo eine andere Stelle gefunden haben, fand ich, für 0 Euro gingen die ganzen Plätze schon als Schlafplatz echt klar von der Aussicht. Wie wir überhaupt gekocht haben? Naja, nur Brot wäre echt doof gewesen und die ganze Zeit essen gehen hätte zu unserem minimalistischen Stil unserer Reise auch nicht gepasst. So entschieden wir uns für einen Reisebenzinkocher und Töpfe. Verdammt praktisch. Und ja, zu dieser Zeit war es ziemlich trocken und die Brandgefahr war uns allgegenwärtig, wie uns auf dem Weg immer wieder eingebrannt wurde. Deswegen waren wir auch besonders vorsichtiger als ohnehin schon, hatten eine Löschdecke und Wasser für den Notfall dabei. Wie eigentlich geplant, kam natürlich im Laufe der Zeit das Ziel immer näher. Schneller als wie ich jetzt finde mir lieb ist, aber später als üblich für eine Reise. Am Ende gab es gar nicht dieses Glücksgefühl, angekommen zu sein. Zumindest nicht mehr als auf der restlichen Reise. Es war eben genauso gut wie jede andere Station, bei der wir Halt machten. Ja, man sagt ja immer, der Weg ist das Ziel, aber ach, Quatsch. Dachte ich. Aber es ist am Ende eben nur eine Floskel und so richtig Gedanken darüber macht man sich doch am Ende über dieses Sprichwort auch nicht, oder? Wir sind jetzt in Genua, Leute. Durch die bergige Landschaft zu fahren. Anhalten zu können, wo man möchte.
Du hast Bock, da in den See zu springen? Von hier oben sieht es irgendwie weiter aus bis zu der Boje. Ja. Bis da hinten sind wir geschwommen. Klar, mach doch. Du willst irgendwelche ausgefallenen Süßigkeiten kaufen und musst versuchen, ohne Italienischkenntnisse dich zu verständigen? Warum nicht? Die Menschen sind zu 99% nett und werden dir helfen, wenn du auf sie zugehst. Das hab ich gelernt. Du willst hier Rast machen und kochen, weil das Wetter so genial ist und die Stelle optimal? Worauf wartest du? Jeden Tag etwas anderes zu sehen und nie einzuschlafen, wo man aufgewacht ist. Das ist etwas, an das ich mich viel zu schnell gewöhnt habe. Diese Einstellung, die sich in so kurzer Zeit kaum merklich eingeschlichen hat. Die Einstellung, das Gefühl, die Philosophie. Ich finde, man sollte sich öfter fragen, worauf man wartet. Worauf wartest du? Auf wen wartest du? Auf was wartest du? Wer soll dir die Entscheidung abnehmen? Woher willst du wissen, ob du etwas kannst oder nicht kannst, wenn du dich nicht selbst davon überzeugt hast? Dir wird auffallen, wie viel du plötzlich kannst. Also, ich habe gelernt, steig ein und mach. So richtig verstanden habe ich das Sprichwort erst auf der Reise. Der Weg ist das Ziel. Das Ziel ist am Ende genauso viel wert wie der Weg dorthin. Klar, man kann sich stressen und beeilen anzukommen. Aber ist es nicht viel cooler, wenn die Reise genauso genial ist wie der Ort, in dessen Richtung man sich bewegt? Ich finde schon. Seit dieser Reise. Raise your voice up.